Auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist gerade Weihnachten und wir sind hier bei der Ronneburg, eigentlich eine geile Location für Mittelaltermärkte. Heute findet da nichts statt, aber wir haben schöne Himmel und da ist der Marius, der schießt gerade Fotos. Marius, hast du was zu sagen, ja? Mein scheiß Objektiv ist dreckig. Sein scheiß Objektiv ist dreckig, perfekt. Of Christmas light. Langzeitbelichtung ist gerade angesagt. Und es ist scheißkalt, ein wenig. Der Himmel sieht interessant aus und vielleicht geht da was. Ich kann euch schon mal was erzählen, und zwar haben jetzt einige Leute nachgefragt, die haben mich jetzt gerade an Orten gesehen, an denen sie mich nicht vermutet hätten. Und das hat etwas mit meinem kleinen Herbstgeheimnis zu tun, von dem ich ja schon mal ein bisschen vage ein paar Andeutungen gemacht habe. Und jetzt, wo diese Sachen durchsickern, wird es Zeit, euch zu verraten, was ich denn eigentlich im Herbst gemacht habe, warum so wenig Videos kamen und was mein großes Abenteuer jetzt gewesen ist. Also in diesem Video erzähle ich euch, was da passiert ist. Die Frage ist, wo sind wir überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Zunächst möchte ich euch ein Video zeigen, das gerade auf Sat.1 läuft. Ich habe das nur vom Fernsehen abgefilmt, deswegen ist es ein bisschen unscharf, aber guckt mal rein, dann fällt euch vielleicht irgendwas auf. Auf dieser griechischen Trauminsel kann der Traum vom Abnehmen wahr werden. Doch im neuen Camp mit der neuen Trainerin Petra Avila. Fertig! Los! Wird es härter. Komm! Als je zuvor. Oh mein Gott! Möchtest du es? Dann zeig es mir! Wer geht über seine Grenzen? Die neue Staffel The Biggest Loser. Am 5. Januar um 16.30 Uhr in Sat.1. Ich habe mir gedacht, irgendwie wollte ich das Ganze mit dem Saftfasten toppen. Also habe ich mich bei dieser Show beworben und interessanterweise haben die mich mitgenommen. Jetzt bin ich dabei. Aber was daraus wird, das werdet ihr erst erfahren, wenn ihr das Ganze guckt. Die Location ist hier total geil mit dem ganzen Geleuchte und Weihnachtsstimmung. Aber erstens mal ist es hier sacklaut. Überall laufen Leute rum ohne Ende, die Autos huben, ne, und Hunde beißen sich zu Tode. Die Weihnachtsstimmung kommt nur in Fotos auf und die macht der Marius. Ich habe keine Ahnung, ich knipse einfach. Tu mal die Kamera ein bisschen nach links fliegen. So, wir laufen jetzt einfach durch die Altstadt und dann schauen wir mal, was wir mal so fotografieren können. Ohne Plan, ohne nichts, einfach mal durch die Gegend laufen und ab nichts. Ganz einfach. Bisschen Schäb, aber man könnte das mal ausrichten. Jetzt fängt es an, auch noch zu regnen. Es hat Gott sei Dank aufgehört zu regnen. Und jetzt wollen wir ein bisschen spazieren gehen. Eigentlich sieht das geil aus. Jetzt ist der Boden aus. Das probieren wir mal rauszuholen. Die ganzen Autos gehen mir auf den Sack. Die Autos, die dann andauernd hier rumfahren. Weil jetzt ist schön der Boden nass. Da könnte man aus der Tiefe einfach schöne Bilder machen. Aber da kommt ein Auto nach dem anderen leider. Lassen wir hier. Musik.
Ich find's geil. Schau mal rein. Ich habe lange Dings gemacht, Langzeitbelichtung, lange. Guck mal, ein Vogel hörst du auch noch zwitschern. Ist das nicht romantisch? Ich bin voll romantisch heute. Mega romantisch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, also Background-Geschichten. Und wenn ihr die Aktion gut findet, liked mein Video. Ich hoffe sehr, dass ihr es gut findet. Und schreibt mir fleißig in die Comments, was ihr von dieser Aktion haltet. Okay, also euch ein schönes Weihnachtsfest oder solltet ihr es irgendwann in der Zukunft gucken, dann euch einen schönen Tag und was auch immer ihr gerade vorhabt. Bis dahin, ich bin raus, Tikva aus.